Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich möchte gern was mit dir teilen. Ich habe heute Morgen so ein wunderbares Gespräch mit einer wunderbaren Frau gehabt, die auch dabei ist, ihren Seelenplan zu entdecken. Heute Mittag war es, gegen Mittag war es, genau. Und sie hatte ihr 9 Monate altes Baby auf dem Arm. Und es hat ziemlich gequengelt und da haben wir auch noch überlegt, ob es nicht besser ist, einen neuen Termin zu verabreden, weil es ja darum ging, doch so eine halbe, dreiviertel Stunde intensiv miteinander zu sprechen und den Seelenplan zu entdecken, das ideale Leben einfach zu entdecken. Und ich weiß ja selbst als Mama von 2 Kindern, wie das ist. Man ist dann nicht ganz bei der Sache, weder bei dem Kind noch eben bei dem Gegenüber. Und als wir da so überlegt hatten, ist die Kleine schon mal ein bisschen ruhiger geworden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen es mal, ob wir da in Ruhe miteinander sprechen können. Und als es dann zunächst mal um die Dinge ging, die im Moment in ihrem Leben überhaupt nicht prickelnd sind, hat die Kleine ganz viel rumgequengelt und an der Mama rumgehangelt und an den Haaren rumgehangelt und ja, war weinerlich und man hat einfach gemerkt, sie quengelt und es war ein bisschen schwierig, da miteinander zu kommunizieren. Aber wir haben es dann hingekriegt. Und als wir dann dabei waren, ihr ideales Leben zu kreieren und sie mir gesagt hatte, wie genau denn ihr Leben mit ihrer Familie, sie hat noch ein Kind, noch eine Tochter, die kommt jetzt in die Schule, hat einen wunderbaren Mann an ihrer Seite, wie ihr ideales Leben als Familie denn eigentlich ausschauen würde und wer darüber. Und wir darüber gesprochen hatten, meine Kamera, die schaltet sich manchmal um. Was ist da passiert? Das Kind ist immer ruhiger und zufriedener auf ihrem Arm geworden, hat sich nicht mehr, ja, wie sagt man im Saarland, sagt man gemuckst, wie heißt denn so die deutsche Aussprache dafür, hat sich überhaupt nicht mehr gemeldet und war total friedlich. Und das fanden wir beide so bemerkenswert. Und das möchte ich mal gerne so mit dir teilen, welche Wahrnehmung Babys doch haben. Ich habe das auch bei mir früher immer festgestellt, weil wenn ich so hier am Computer gehockt habe und was gearbeitet habe, in totaler Anspannung. Und wenn ich dann manchmal so rüber ins Kinderzimmer gehört habe und die Kinder haben sich da gezofft und miteinander gezankt und was dann bei mir auch nochmal zu einer gewissen Anspannung zusätzlich geführt hat. Und in dem Moment, wo ich dann die Entscheidung getroffen habe, jetzt mal durchatmen, mal zur Ruhe kommen und mal friedliche Energie hier überhaupt alleine durch meine mentale Ausrichtung nochmal entspannen und die aussenden, da war plötzlich auch im Kinderzimmer Ruhe. Und so war das heute Morgen auch genauso bei dem Baby, als es darum ging, als die Mama erzählt hat, welche Bereiche in ihrem Leben überhaupt nicht prickelnd sind. War das total quengelig und hat geweint und hat an ihr rumgezaust und gezuppelt und an den Haaren rumgemacht. Hat überhaupt keine Ruhe auf ihrem Schoß. Und als wir dann so in die Tiefe gingen, wie denn das ideale Leben ausschaut, da war die Kleine total friedlich, war eingeschlafen und ja, alles war gut. Und da sieht man einfach mal, welche Wahrnehmung wir alle hatten, als wir so das Licht dieser Welt auch erblickt haben, als Babys. Wir waren einfach da. Wir haben genau wahrgenommen, wie geht's dem Umfeld? Geht's da gut oder ist da einfach eine schlechte Energie? Und das sind alles Dinge, die wir in unser Bewusstsein, dem haben wir ja ausgesetzt, diesen Energien. Das haben wir alles in unser Bewusstsein aufgenommen und haben dann natürlich auch später ganz viele Schleier und Deckel übergekriegt an Prägungen, wie unser Leben auszuschauen hat. Aber als wir als Kind hier, als Baby auf die Welt kamen, wir waren einfach nur. Wir mussten uns auch nicht anstrengen, um irgendetwas zu sein, sondern wir waren einfach nur. Wir durften einfach nur da sein und haben mehr oder weniger Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist alles eigentlich in uns angelegt. Das ist auch in dir noch angelegt. Es ist nur gedeckelt, es sind nur viele Schleier drüber. Und von diesen Schleiern, da darfst du dich nochmal befreien, die darfst du lüften und darfst dir auch mal wieder erlauben, einfach nur zu sein und vor allem
darfst du dir auch erlauben, mal wieder dich daran zu erinnern, von was du als kleines Kind dann später, als du laufen konntest, als Zwei-, Dreijährige geträumt hast, was du erreichen wolltest in diesem Leben, was du entdecken wolltest in diesem Leben, welche Länder du bereisen wolltest, was du machen wolltest, was du kreieren wolltest. Es ist alles auch für dich jetzt noch möglich. Ich lade dich dazu ein, dir das als Metapher mal bitte nochmal ins Bewusstsein zu holen, dass sobald dein Denker dir sagt, das geht doch nicht, weil, oder das ist doch nicht möglich, weil der Mainstream, 99% der Menschen da draußen das anders machen. Doch, es ist möglich. Es ist für dich möglich. Mit deinen Gedanken erschaffst du dir im Außen deine Realität. Und der erste Schritt, wenn du dir mal wieder bewusst machst, dass du als Baby hier einfach auf die Welt gekommen bist und einfach nur da warst, einfach nur sein durftest. Und von was du dann später so als Zwei-, Drei-, Vierjährige geträumt hast, dass für dich alles möglich ist und das aber später dann einfach nur gedeckelt wurde. Du darfst dir erlauben, das alles nochmal auszugraben und dann anzufangen, im nächsten Schritt anders zu denken. Und diese Gedanken, die du dann aussendest, damit erschaffst du dir deine neue Lebenswirklichkeit. Erlaub dir das bitte. Okay? Kleine Inspiration für heute Nachmittag noch für dich. Bis ganz bald. Tschüss.